Herzlich willkommen bei Ulig Kakteen. Heute geht es um Variegate, um Pflanzen, die eine große Farbigkeit direkt in der Epidermis, in ihrer Oberfläche tragen, nicht nur in der Blüte. Wie geht denn sowas? Ein findiger japanischer Kakteengärtner hat sozusagen diese veredelten Erdbeerkakteen erfunden. Ja? Wie macht man denn das? Wie kommen wir auf die Idee? Er hat ausgesät, und was hat er ausgesät? Gymnocalycium mihanovici, das ist diese Pflanze. Man sieht schon, die ist so rotbraun, und das heißt, es gibt ganz viel Chlorophyll, grünen Farbstoff, aber auch orangen Farbstoff oder roten Farbstoff. Und rot und grün zusammen gibt dieses bräunlich rot oder auberginefarbene. Ja, das ist die typische Farbe bei Gymnocalycium mihanovici. So, und er hat jetzt also Zehntausende von den Dingern ausgesät. Und was entdeckt er da in seinen Aussaaten? Ein paar einzelne, die knallerot rauskommen. Sowas passiert immer mal wieder. Und, aber der war wief genug und wusste, okay, orangene farbige Sämlinge, das kann vorkommen, die haben kein Chlorophyll. Und ohne Chlorophyll, aber sie haben Carotin, also den roten Farbstoff, drum die Farbe. Wenn man die jetzt schnappt und veredelt, dann hat man eine Chance, die durchzubringen. Warum? Wenn wir den orangenen oder roten Kaktus nicht veredeln, dann hat er zu wenig Chlorophyll, kann nicht assimilieren. Das heißt, ist nicht in der Lage, Assimilate zu bilden, aus dem Sonnenlicht letztendlich Zucker aufzubauen, wodurch die Pflanze leben kann. Ja? Also der Trick mit dem Veredeln, dann hilft die Unterlage beim Assimilieren, erlaubt jetzt dem roten Spross trotzdem zu überleben. Also ein kleiner Kunstgriff, aber nicht künstlich, nicht genetisch, nicht sonst irgendwie durch irgendwelche Tricks erzeugt, sondern das, was die Natur alleine macht, als Gärtner nur geholfen, dass das weiter sich entwickeln kann. Und wie vermehrt man jetzt diese farbig veredelten Erdbeerkakteen? Die bilden Sprosse, und wenn man die Sprosse jetzt abnimmt und auch wieder aufpropft, veredelt auf eine entsprechende Unterlage, dann kann man die auf die Art und Weise, denn es gibt immer viele Sprosse in einer Pflanze, sehr schön vermehren. Und hin und wieder kommen nicht bloß so rote Mutationen zustande, sondern dann kommt mal ein gelber raus oder ein dunkelroter oder vielleicht sogar einer in pink. Und wenn man die genauso vermehrt, dann kann man auch die viele Jahre lang haben am Fensterbrett. Ein heller Standort muss nicht volle Kanne Sonne sein, ein heller helles Ostfenster oder Westfenster ist ausreichend, dass man die durchbringt. Meistens werden sie auf diesen Hylocereus veredelt, also um das nochmal zu sehen, diese dreikantige Kaktus, das ist Hylocereus. Übrigens entwickelt der, wenn er Früchte macht, diese Drachenfrucht, die man auch hin und wieder im Supermarkt kaufen kann. Der Hylocereus liebt es jetzt nicht unbedingt so kühl, also sollte man nicht bei 3-4 Grad überwintern in der Garage, sondern die sollten dann eher am Fensterbrett stehen bleiben, das ganze Jahr über. Was haben wir noch an farbigen Mutationen oder farbige, spontane Veränderungen im Erbgut bei den Kakteen und bei den anderen Sukkulenten? Wir haben hier Euphorbien, Euphorbia trigona, die normalerweise grün ist, richtig satt grün. Hin und wieder kommen welche vor, die so rot, so wunderschön rot sind, und wenn man die jetzt vegetativ, das heißt über Stecklinge vermehrt, kann man eben auch diese roten Pflanzen sehr schön vermehren. Und das da, das ist das Neueste, Mint Green, ja, ist auch eine ganz coole Farbe. Wenn es auch die Blättchen über den Winter, wenn man sie trocken lässt, ein bisschen trocken. Aber die Pflanzen haben eine sehr schöne Färbung, die eben auch, wenn man sie über Stecklinge vermehrt, sich erhalten können. Was ganz cool ist, sind diese Astrophyten, Astrophytum asterias und hier Myriostigma mit solchen Farbpigmentveränderungen. Ganz, ganz, ganz selten sowas. Und da müsste man jetzt bei uns anfragen, die sind nicht regulär im Shop. Es gibt diese Aeonium, die richtig cool in der Farbe sind, so gestreift. Und auch das bleibt so. Das ist Arboreum tricolor. Dann haben wir eine ganze Reihe Havortien, die diese farbige Mutation haben. Hier Limifolia, auch Limifolia mit diesen, die sowieso cool aussieht, auch langsam wächst. Limifolia mit diesen hübschen Streifen.
Ja, solche Mutationen kommen sehr selten vor und von daher kann man auch die Pflanzen nicht in beliebiger Menge reproduzieren. Bei dem Gymnocolytium mihanovici, da haben wir hier also die normale Form, gibt es ganz, ganz selten auch wurzelecht diese marmorierten, rosa-schwarz marmorierten Formen, die tatsächlich wurzelecht wachsen. Das ist was ganz Verrücktes. Eine Chimäre, eine Mischung zwischen Myrtillocactus und Gymnocalycium mit Rot und Grün. Dann noch einmal Aeonium, recht bekannt, Schwarzkopf, die attraktivste Form. In der Natur sind sie grün. Wir haben hier noch Pedilanthus, unterschiedliche Formen mit variegaten Blättern, sehr hübsch und immer wieder schön sind Agaven. Das ist Putatorum fasciafeldii minor, Scheurein, Mediopipda, also eine Zwergform von einer Agave, die normalerweise so groß wird, eine Zwergform und die jetzt auch noch mit Streifen und ganz besonders apart ist hier die Isthmensis. Heureiz, ganz besonders intensiv gefärbt. Etwas bekannter wieder ist Agave lophanta multicolor, aber auch eine sehr hübsche und vor allem alle gezeigten hier sehr klein bleibend. Agave Creme Brûlée, wenn sie im Sommer auch noch ausreichend Licht bekommt, noch ein bisschen rötlich, also grün, gelb und rot, das ist ganz besonders hübsch. Euphorbia, nochmal eine Euphorbia Lactea Monstruosa, die sowohl monstruos wächst, als auch unterschiedliche Farben entwickelt. Ja, es gibt noch einiges, was es an Farbigkeiten vorzustellen gäbe, aber so ein kleiner Streifzug sollte mal zeigen, was es alles gibt und wie das entsteht. Wir waren bei Ulik Kakteen und ich würde mich freuen, wenn Ihnen unser kleiner Ausflug in die Welt der farbigen Sukkulenten gefallen hat. Sie sind herzlich willkommen, mit Daumen hoch das Video zu bewerten, gerne teilen oder abonnieren, sodass Sie auch an anderen Folgen teilhaben können.